Sag mal, Olli, warum sollen wir die Brillen jetzt tragen? Na, damit kannst du in der Nacht sehen. Was bringt uns das für Random Game Facts 118? Oh, du hast mich in einen Reim getrickst. Omae wa mou shindeiru. Nani? The fuck? Pass auf, es gibt ja so Limited Edition von Videospielen und dann gibt's das Spiel Enemy Zero. Da gab's nämlich eine Limited Edition, die ihren Namen wirklich verdient. Die gab's nämlich nur 20 Mal. Wurde für über 2000 Dollar vertickt, aber das Krasseste daran eigentlich, dass der Game Director Kenji Eno das Ding persönlich ausgeliefert hat. Warte mal, 20 mal 2000 sind 40.000? Quick Math. Der hat ausgesorgt, der muss nie wieder Spiele programmieren. Das ist eine geile Idee. Mit 40.000 hast du dein Leben lang ausgesorgt und musst nie wieder Spiele? Wo kommt der her? Aus Japan? Ja. Nee. Okay, nee. Das ist nicht mal eine Monatsmiete in Tokio, Alter. Also ich glaube, ich brauche nicht groß erwähnen, dass Final Fantasy Final Fantasy heißt, weil das damals Square aus dem Bankrott gerettet hat und das sozusagen ihr letztes Spiel war. Alles oder nischt. Das war ähnlich auch bei Tecmo. Die hatten eine ganz ähnliche Situation, auch kurz vor Bankrott. Und da hat der Hauptprogrammierer mit dem Chef von Tecmo gewettet, pass auf, wir machen jetzt auch ein Spiel mit einer richtig ernsten Fanbase und das reißt uns aus dem Ruin. Und deswegen heißt Dead or Alive, Dead or Alive. Weil entweder Dead or Alive, also für Tecmo. Nicht schlecht, wieder was gelernt. Wir leben ja in einer Welt der Erweiterungen und Neuauflagen. Und nach Pokémon Rot und Blau kam irgendwann Pokémon Rot, Feuerrot und Blattgrün. Fängt auch mit B an, hat aber nichts mehr mit Rot und Blau zu tun. Das wollte man allerdings tatsächlich so, denn man wollte nicht mehr den Konflikt zwischen Rot und Blau betonen, sondern man wollte Frieden. Durch das Blatt. Das wird nämlich in Japan dadurch symbolisiert. Und Junichi Masuda, der Game Designer von Pokémon, hat sich dann dafür entschieden, ja, unsere Pokémon stehen für Frieden. Friedliche Tierchen, die sich bekriegen mit Blitzen und Body Slams und mit Feuer aufeinander schmeißen. Ich wette, das hat er sich ausgedacht in einem Interview. Das war niemals der richtige, oder die haben ihn gefragt, so, wofür steht Blattgrün und er so, Shit, wir haben bloß was mit dem, unser anderer Game Designer hat eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen, der hat das verpeilt. Oh Gott. Flo, ich glaube, heute wird auf Schulhöfen tatsächlich nur noch mit Drogen gedealt. Wir sind ganz anders aufgewachsen, wir haben noch Sticker getauscht, ja? Wir hatten alle Stickerhefte, ich hatte so Flauschis und so 3D-Dinger, da konntest du draufdrücken. Und Glitzis. Glitzis, richtig. Und in Paper Mario Sticker Star, ja, da hat sich Nintendo gedacht, wir machen was ganz Kreatives mit Super Mario, nämlich wir packen Sticker da rein, weil alle Welt steht auf Sticker. Und da gibt's auch Shiny-Dinger, ne? Da gibt's auch Shiny-Sticker. Und wenn du mit dem 3DS das so nach links und rechts bewegst, dann glitzern die wie im echten Leben. Die verhalten sich eins zu eins genauso wie die Glitzis, die wir von früher kennen. Oh Gott. Ist das nicht schön? Diese Information wurde eine wunderschöne Kindheitserinnerung verdrängt. Nämlich die an die Glitzis. Boah, schade. Manche Entwickler legen einfach unglaublichen Wert auf Detailtreue. So hat man beispielsweise Spyro, Year of the Dragon, im Jahr 2000 veröffentlicht. Und weißt du auch warum? Weil da das chinesische Jahr des Drachen laut dem chinesischen Sternzeichenkalender war. Danke, Olli. Jetzt fragt man sich natürlich, wäre Spyro in einem anderen Jahr zum Beispiel Spyro the Horse oder Spyro the Chicken geworden oder hätte man es einfach später veröffentlichen müssen? Oh, Spyro the Chicken hätte ich gern gespielt. Spyro the Chicken! Ah, Duke Nukem Forever, das ist das Spiel, was ich eigentlich lieber nicht gespielt hätte. Und laut erster Konzepte sollte es dort einen schwulen Roboterfreund geben für Duke Nukem. Nicht damit der gute Duke sich über den schwulen Robotercomputer irgendwie lustig machen könnte, sondern um zu zeigen, dass der Duke natürlich ein ziemlich weltoffener Mann ist und ja auch nichts gegen Schwule hat. Mit einem gesunden Frauenbild. Na Mensch! Warum hat es der schwule Roboter-Kompagnon dann nicht ins Spiel geschafft? Ich weiß es nicht, Olli, bitte sag's mir. Der Chef von Gearbox hat das in einem Interview mal so erklärt. In Duke Nukem geht's darum, Spaß zu haben. Ja. Und willst du 60 Dollar bezahlen und dich dann wie scheiße fühlen? Nee, aber ich habe 60 Dollar bezahlt und das Spiel hat sich wie scheiße angefühlt, trotzdem. Sad. Ist wirklich immer wieder schade, wenn Spielereien nicht fortgesetzt werden. Vor allem dann, wenn man sich richtig drüber ärgern kann, weil sich nämlich Game Designer und Programmierer verquatschen. Es sollte zu den Zelda Oracle of Spielen, von denen es ja schon zwei gab, nämlich Oracle of Seasons und Oracle of Times, noch einen dritten Teil geben. Die sollten dann eine Triforce-ähnliche Trilogie bilden. Allerdings hat man sich dann entschieden, na Moment mal, habt ihr mal gesehen, wie gut die beiden Teile, die es schon gibt, ineinander greifen? Boah, da jetzt noch eine Story drum zu spinnen, ist uns zu anstrengend und Geiz ist geil, die Ressourcen können wir sparen.
und da wurde der dritte Teil eingestampft. Wie kann man denn bei einem Zelda-Titel, ja, wo es ein Triforce aus 3 Spielen geben könnte, auf den dritten Teil verzichten? Danke, Merkel. In den Super Smash Bros. Spielen kannst du ja allerhand Items auf dem Boden aufsammeln. Ja. Unter anderem Pokebälle, die schmeißt du dann und dann kommt ein zufälliges Pokémon raus und unterstützt dich im Kampf. Ja. Das kann zu einer sehr geringen Chance auch das Pokémon Mew sein, das 151. Pokémon. Die Wahrscheinlichkeit, nach der sich das berechnet, ist immer abhängig davon gewesen, wie viele Pokémon es in der aktuellen Generation gibt. Ah. Es war nämlich zuerst 1 zu 151 war die Chance, dann 1 zu 251 und dann 1 zu 439. Das ist doch scheiße. Dann spiele ich doch nur den Teil, wo ich immer die Chance von 1 zu 151 habe. Vielleicht haben sie Mew dann aber auch stärker gemacht, dass er seltener wurde und noch stärker. Oh, Balancing! Wer das Spiel Front Mission Gun Hazard durchspielt, der guckt am Ende echt nicht schlecht, weil bei dem Clip, der dann läuft, kann man im Hintergrund, bei dem ganzen Helikopterlärm, tatsächlich ein echtes kurzes Stück eines Telefonats des englischen Neonazi-Clans oder der englischen Neonazi-Organisation Combat 18 mithören. Warum das ist, weiß keine Sau. Fest steht nur, es ist wirklich ein Telefonatausschnitt. What the fuck? Ist das legal? Ich wag's mal zu bezweifeln. Der Traum eines jeden Küchenmeisters ist es, so viele Hände mit Messern zu haben wie Gilgamesch aus Final Fantasy XII. Kleiner Funfact, die ganzen Schwerter, die der gute Mann trägt, ich weiß gar nicht, ob er ein Mann ist, sind alles Waffen von vergangenen Final Fantasy Charakteren. Did you just assume Gilgamesh's gender? I did. Das tut mir leid. Gilgamesh, wenn du zuschaust, das tut mir leid. Es tut uns wirklich leid. Die Waffen, die ihr mit euch rumtragt, sind übrigens eure Daumen. Das war wieder nice. Nice. Die könnt ihr jetzt hochhalten für uns, quasi Daumen hoch. Hilft uns sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt noch Bock auf irgendwas habt, dann schaut euch auf dem Kanal mal um. Weil da hat sich einiges getan. Sieht alles hübsch aus, in Farbe und bunt. Und gestern zum Beispiel habt ihr vielleicht das News-Update der Woche verpasst. Könnte passiert sein, weil es kam zum ersten Mal. Dann schaut ihr halt jetzt rein. So sieht's aus. Ganz alle einfach. Links in der Videobeschreibung. Peace. Olli, mein Akku ist alle. Mein Akku ist. Meins auch gleich. Tschüss. Dieses Kissen hinter mir ist ultra nervig. So. Nimm's doch weg. Oh Gott. Was denn? Das zücht so elektrostatisch, ist das aufgeladen. Ja, stimmt, das habe ich gehört. Lol. Alles klar, warum Final Fantasy heißt, brauche ich nicht groß erklären. Genau. Das ist, weil einfach, das war das letzte Spiel, die waren kurz vor Bankrott. Das hat alles hier rettet. Ich Berliner ganz hart, wa? Ja. Fällt mir auch gerade auf, ey. Sondern man wollte Frieden durch das Blatt. Das wurde nämlich in Japan dadurch symbolisiert. Und der, ich hab keine Ahnung. Lisa, Junichi, machst du da? Ich habe übrigens beim Schnitt, ich hatte vorher die Brille runtergenommen, war so. Dann hast du noch mal eingesetzt, ja. Ich hatte die Brille wieder auf und habe sie gleich noch mal abgenommen. Ah, Duke Nukem Forever. Das war das Spiel, was wir verdient. Nee, warte, wie war das Batman-Zitat? Es ist nicht das Spiel, was wir verdient haben, aber das Spiel, was wir brauchen. Was wir bekommen haben. Leider, muss man sagen. Nee, mach den mal bitte nochmal. Ja, lass diese komplizierte Nummer raus. Laufen wir eigentlich? Ja, ne? Ich hatte auf Aufnahme gedrückt, oder? Ja, wir laufen. Jetzt hätte ich fast gesabbert. Es lebt! Ich glaube, die Folge wird ganz schlimm.